Bis zum nächsten Mal. Zur Mitteilung für Krankenverfügung Versammlung am 4.6. bei der Festzelt. Dani Bösch, herzliche Gratulation zu diesem Festzug. Deine ersten Worte? Ja, es freut mich natürlich. Also erstmal vielen Dank für die Gratulation. Es freut mich sehr, dass ich Senna sicher mal allein gewinnen und mich in die Liste mit der grossen WM eintragen. Wie bist du heute Morgen hier angereist? Mit welchem Gefühl? Ja, ich bin sicher ein bisschen nervös und ein bisschen schade, dass das Wetter nicht schlecht sein. Aber ich habe mich auch darauf gefreut und auch heute auf dem Mimhof anschwingen können. Ich habe mich richtig darauf gefreut, ja. Vor einem Jahr bist du noch als Zuschauer in der Rennen gehockt. Jetzt bist du wieder voll dabei. Die Saison läuft, jetzt der vierte Sieg. Ja, letztes Jahr eine schwere Entscheidung gefasst, um die Saison abbrechen. Ich habe noch viel müssen trainieren gegen mich nie. Und das Teil ist jetzt das dritte Kutsche, ja, weil ich den ganzen Winter viel trainiert habe und alles Teil aufgeht. Du bist gestartet mit einem Sieg gegen den Andi Imhof. Wie ist für dich der Gang verlaufen? Also der erste Gang ist immer ein bisschen nervös, weil ich wusste, er hat letztes Jahr eine gute Saison gehabt, hat den Jahr noch nicht so überzeugt. Aber ich habe bis jetzt mit ihm immer gewinnen können, also bin ich mit einem guten Gefühl im Gange. Dann hast du den Zwissig und den Nick Lukas gehabt, den Zwissig gestellt, was man nicht so erwartet hat. Ja, das Treffen ist einfach abgestanden, wollte, was er muss, verteidigen gegen mich. Ich habe dann noch kein Siegersrezept gefunden. Nachher der Hirt. Mir hat ich am Boden im Bau genommen. Ich wusste, dass ich meine Noten machen, mit den Zähnen machen, weil ich einfach beim Gestellten hinten angekommen bin. Und nachher hast du den Kaibel Tobias bekommen. Der ist ja, manchmal für eine Überraschung ja, gut. Tobi und ich sind natürlich gleich alt. Wir haben schon x Gang zusammen gemacht, die Jungschwinger schon. Und jetzt habe ich aktiv ein paar Mal mit trainieren da bei dir zusammen. Und sie haben gleich relativ gut können gewinnen im Kurz. Und nachher dein Schlussgegner, der Urs Abderhalde, ein Doggenburger Kollege. Es ist schön, dass wir zwei Doggenburger am Schlussgang sind. Und ich habe mir auch vorhin ausgerechnet, dass Stille wird lange. Aber ich will auf den Angriff schwingen, weil auch mit dem Urs kann ich relativ gut schwingen. In einer Woche gehst du als Innerschweiz auf Cham. Wie bereitest du dich da vor? Gleich wie auf das NS. Hat einfach genug geschlafen, genug gegessen. Und dann freut es mich wirklich nach der Woche in Innerschweiz, weil es immer ein schönes Fest ist. Herzlichen Dank und nochmal alles Gute und Gratulation zu dem Festzug.